Ein Wandlungsprozess sind drei Schritte. Erster Schritt, Unfreezing, auftauen. Denn der Zustand ist gekennzeichnet durch eine gewisse Stabilität, die mittlerweile zur Starre geworden ist. Und diese Stabilität muss zunächst aufgetaut werden. Das ist unangenehm. Das erzeugt Unsicherheit. Das ist das Brechen des Gleichgewichts. Aber wenn man steht und man will sich bewegen, muss man das Gleichgewicht brechen. Also, das ist das, was im ersten Schritt passiert. Die alten Strukturen auftauen. Zweitens, moving. Hinbewegen in den neuen Zustand. Extreme Unsicherheit hier. Die Unsicherheit im ersten Schritt. Mal sagen, alles, oh, die Abteilung wird aufgelöst, jetzt tragen sie die Tische da weg, da tragen sie mir den Computer weg. Das ist Unfreezing. Macht Menschen schon Angst, bringt Menschen nur in Unsicherheit. Moving ist noch schlimmer. Moving ist die Hölle. Moving ist Verwirrung, weil man den alten Zustand nicht mehr sieht, aber den neuen noch nicht sieht. Völlige Unsicherheit, völlige Verwirrung. Und der dritte Zustand ist Refreezing, neue Stabilität wieder herstellen. Und erst wenn man da ist, dann kehrt wieder Ruhe ein, dann kehrt wieder Stabilität ein, dann kehrt wieder ein Sicherheitsgefühl ein. Aber bis man da ist, gehen die Menschen durch die Hölle. Und das ist bei Business Reengineering passiert, dass man die psychologischen Abläufe bei den Menschen nicht gesehen hat. Nicht gesehen hat, was man den Menschen antut, wenn man so etwas macht. Man hat nur den ökonomischen Nutzen gesehen. Man hat gesehen, dass man das tun muss, weil man sonst Wettbewerbsnachteile hat, weil der andere eben schneller ist und dass man sich ausrechnen kann, wenn wir das jetzt nur 3 Jahre treiben, dann sind wir in 3 Jahren nicht mehr am Markt. Ja, wenn der andere 3 Tage braucht und wir brauchen 6 Wochen, um irgendwas zu liefern. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Und das war alles ökonomisch wunderbar klar und logisch. Nur trotzdem ist es in vielen Fällen gescheitert, weil man mit den Menschen nicht richtig umgegangen ist. Sie haben völlig verwirrte, verzweifelte Menschen. Und was machen Menschen? Sie kündigen, sie gehen in Krankheit, sie schauen, dass sie irgendwie aus der Nummer rauskommen, weil sie das nicht aushalten können, wie auch immer. Und das muss man wissen.